Das ist doch der Street Booster One. Warum machst du davon eine Review? Street Booster One, den gibt's doch schon total lange. Nein, das ist der Vega. Nö, das ist der One. Das ist der One. Nein, Vega. Doch, One. Sacramento, es ist der Vega. Mann, Mann, Mann. Also wir haben beide recht. Hier, der Street Booster Vega ist quasi der Nachfolger des Street Booster One. Street Booster selber sagt, es ist der Street Booster One in Perfektion. Hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. Ich bin Boris und freue mich, dass ihr dabei seid. In diesem Video ein Unboxing, eine ganz schnelle und kurze Montage und dann natürlich mein Fahrcheck. Was kann der? Erreicht er beispielsweise die 22 km/h und natürlich das Kopfsteinpflaster des Todes? Dann schauen wir mal. Aus der Verpackung ist er schon raus und hier ist er jetzt. Ich muss sagen, die Farbe hat schon echt was. Schauen wir mal als allererstes hier rein. Da wissen wir, was drin ist. Ganz klar das Ladegerät. Und was mich hier interessiert, mit wie viel Ampere wird geladen? Was haben wir hier? Output 1,7 Ampere. Okay. Dann hier eine kleine Box. Und da haben wir als erstes zwei Versicherungskennzeichen. Die kennt ihr, sind jetzt nicht mehr aktuell. Das ist das neue in hellblau für 2024. Und dazu habt ihr von Street Booster im Prinzip, ja, hier auf dem Datenblatt, zeige ich euch einmal, könnt ihr hier den QR-Code eingeben und kriegt dann automatisch die Versicherung. Müsst ihr selber zahlen, klar, aber ihr habt das Kennzeichen schon da. Dann natürlich ganz wichtig, wenn ihr eine eigene Versicherung habt oder ihr wollt zu eurer eigenen Versicherung gehen, die Datenbestätigung mit der Fahrgestellnummer und last but not least, Street Booster Vega, die Bedienungsanleitung. In Deutsch, mit Bildern, recht übersichtlich. Dann haben wir hier den Kennzeichenhalter, ein bisschen Werkzeug, eine Ventilverlängerung und das war's schon. Dann packe ich das mal jetzt hier zur Seite und wir schauen mal, dass wir den Kleinen montieren. Ja, montieren ist viel zu viel gesagt. Viel ist das nicht. Also hier einmal hoch und festmachen. Dann einmal hier unten den Schutz ab. Hier haben wir noch ein Warnsignal oder ein kleines Warnfähnchen. 3,4 Bar braucht ihr vorne und hinten. Und am Lenker, da ist er, gibt es auch noch was. Stay safe und fahr mit Helm. Dann geht es hier an den Lenker. Da habt ihr ein Kabel, das muss befestigt werden. Einmal rangeflanscht. Da habt ihr eine Nase, das heißt, das funktioniert verpullungssicher. Rein und dann kommt das Ganze hier vorsichtig in den Lenker rein. Schön, gefällt mir. Hier blau mit Schraubensicherungslack, Loctite oder irgendeinen anderen Schraubensicherungslack. Das war kinderleicht, hat nicht länger als 3 Minuten gedauert. Und jetzt schauen wir uns den Mann gemeinsam an. Jetzt freue ich mich, jetzt zeige ich euch den erstmal, den Street Booster Vega. Also der ist total leicht, wirklich hier, unfassbar. Klappmechanismus, fangen wir damit an. Hier einmal mit Schmackes ziehen und dann einklappen. Und jetzt habt ihr hier eine Arretierung. Schau mal hier, die könnt ihr so wieder dearretieren oder arretieren. Dann den Ständer rein und schon ist der super leicht zu tragen.
Vorteil an der Arretierung, das haben nämlich nicht alle Scooter. Bei denen, die nicht arretiert sind, kommt hier unten irgendwo bei einer Treppe beispielsweise rauf und dann klingt das aus. Hier überhaupt kein Problem und ja, das ist nichts herrlich. Aufklappen, ähnlich, erstmal einen Ständer runter machen, dann hier die arretieren und dann mit Schmackes hier rauf. Und dann habt ihr hier eine Sicherung, schau mal hier, die einfach rüber machen und schon ist das Ganze safe. Dann gucken wir mal hier vorne, alles schön gecleant. Der Scheinwerfer vorne, das Licht integriert hier in dem Rohr. Unten die Kabel auch gecleant, gehen durch das Rohr nach oben. Sieht sehr, sehr, sehr edel aus. Hier vorne, das ist der Motor. Also, ihr habt keinen Hinterradantrieb, sondern der Vega wird mit dem Vordermotor angetrieben. Wie schon gesagt, 400 Watt. Schauen wir mal, was der kann nachher. Dann das Cockpit. Einschalten, ein bisschen länger raufdrücken. Sehr übersichtlich, in der Mitte den Kilometerstand. Unten habt ihr die Batterieanzeige. Dann einmal raufdrücken, Licht an. Hinten Rückleuchte. Und vorne ist dann hier das Licht eingeschaltet. Dort. Genau. Dann habt ihr an Bedienungselementen. Lars, komm mal hier rum bitte. Einmal hier links die elektrische Bremse mit Rekuperationsfunktion, das heißt, der Strom geht in den Akku zurück. Rechts das Daumengas, Klingel und hier die hintere Bremse, eine mechanische Scheibenbremse. Dann hier links Blinker und der piept. Das finde ich sehr gut, weil ganz oft vergisst man das. Wird übrigens auch hier im Display angezeigt. Und rechter, linker. Also rechter, linker. Rechter, linker, rechter, Blinker. Okay, gut. Schauen wir auf der Seite. Hier unten, auf der Seite, habt ihr den Ladeanschluss. Schön durch eine Gummilippe gesichert. Hier der Ständer, macht einen sehr stabilen Eindruck. Hinten die mechanische Scheibenbremse und die 9 Zoll Luftreifen. Ja, Bremslicht haben wir schon gezeigt hier, das ist Kunststoff, das könnte ein Müh besser verarbeitet sein, ebenso vorne. Dann gibt es für den Street Booster Vega auch eine App, die installiert ihr ganz einfach, iOS oder Android, und da könnt ihr jetzt verschiedene Sachen einstellen, also das Licht einschalten oder eben den Diebstahlschutz einschalten, dann ist der Roller so, dass er sich nicht schieben lässt. Ihr könnt die Werte anschauen, Akkustand, gefahrene Kilometer und so weiter und so fort. Also eine schöne App, die man durchaus gebrauchen kann, um hier nochmal ein paar mehr Informationen über den Vega sammeln zu können. An Bord hat der Vega einen 400 Watt Motor. Das ganze System läuft auf 36 Volt und die Kapazität hier des Akkus liegt bei 9,6 Amperestunden. Rechnen wir das Ganze mal um. 9,6 mal 36 kommen wir auf 346 Wattstunden. Von ganz leer auf voll ladet ihr den Akku in rund 5 Stunden wieder auf. Wichtiger Punkt, die Reichweite. Der Hersteller gibt 42 Kilometer an. Also das ist ganz klar vom Konzept kein Touren-E-Scooter, sondern ein E-Scooter für die letzte Meile. Was die Reichweite angeht, da müsst ihr wissen, das sind immer Laborwerte. Also bei wenig Gegenwind, keine Steigung, gute Temperaturen. Was da tatsächlich rauskommt, das muss man dann wirklich checken, in einem Reichweitencheck. So, und jetzt kommen wir natürlich zum Gewicht. Gerade mal 14,1 Kilogramm. Das ist echt wirklich leicht. Und die maximale Zuladung oder das maximale Fahrergewicht liegt bei 106 Kilogramm. Und dann noch ein Thema Wasserschutz IPX54. Das heißt, er ist gegen Spritzwasser sehr gut geschützt. Und dann immer so eine Geschichte, wie schnell fahren denn eure E-Scooter oder neue Modelle? 20 km/h sind vom Gesetzgeber erlaubt, plus 10% Toleranz, also rein theoretisch 22 km/h. Schafft er das? Im Fahrcheck. So, Helm ist auf und dann freue ich mich jetzt, erste Fahrt mit dem Street Booster Vega. Ich bin gespannt. So.
Ja. Hört ihr das? Der ganze Rollsplitt hier, nicht besonders schön. Aber da kommt was. In welchem Modus bin ich denn jetzt? Mal schauen. Zweimal raufdrücken. Sportmodus. Jetzt ist der Sportmodus an. Jawohl. Also, mein Ersteindruck. Wie von Street Booster gewohnt. Hier klappert nichts. So, gucken wir mal, wie die Agilität ist. Also, genau das, was ich erwartet habe. Der ist so agil. Das macht richtig, richtig Spaß. Hier auch wendemäßig, Wendekreis, minimal. Der Grundeindruck, ich fühle mich super sicher. Und der ist agil. Jetzt will ich wissen, erreicht er die 22, Tacho 19, 20, 21, 22, GPS 21,5, 21,4. Jetzt geht's den Berg hoch. Wir sind bei 21, 22. Die Geräusche, die ihr hört, das ist hier der Rollsplitt. So, Berg hoch, 21. Wie macht er sich? 21, er gibt voll Power. 20, GPS 19,4, 20, er hält es, 20, 18,4, GPS 21 und jetzt geht es wieder geradeaus und schon ist er auf 22, also 400 Watt, das macht sich prima. Jetzt geht es bergab, schauen wir mal, 22. 23 GPS, 21, 22,3 GPS, 22,8, Tacho 24, 25 GPS, 23,6, 24 und Tacho 25. Na dann mal los. Also zuerst nur die Rekobremse. Was kann die? Wir beschleunigen auf 22 km/h. 15, 18, 19, 20, 22, GPS 21,7 und ab. Okay, 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, 6 Meter. Dann jetzt die volle Bremskraft. Ich habe schon gemerkt, Ich habe schon gemerkt, die Scheibenbremse könnte man noch etwas schärfer einstellen. Das ist ja gar kein Problem, aber ich will jetzt mal sehen, wie er das aus der Verpackung macht. Also, eine Notbremsung. 18, 19, 21, 22 GPS, 21,6. Super. Gute 2 Meter. Das ist echt wirklich richtig gut. Und ich habe es ja gesagt, die Scheibenbremse, da kann man durchaus noch ein bisschen was einstellen. Das ist jetzt unfair und gemein. Und mir tut ja schon leid, der kleine Street Boost. Aber das muss sein, das Kopfsteinpflaster des Todes. Warum tut mir das leid? Naja, normalerweise 10 oder 11 Zoll Reifen, die haben einen guten Federungskomfort. Der kleine hier hat 9 Zoll. Und Federung, entweder vorne oder sogar eine Vollfederung. Der Kleine hat keine. Aber trotzdem, Kopfsteinpflaster des Todes. Los geht's. So, Delle. Eieiei, okay. 11, 12, 16. So schlimm ist das jetzt nicht. Naja, schön ist es auch nicht. 19, 20, okay. Also, ja, das ist halt ein Extremtest, dieses Kopfsteinpflaster des Todes. So, noch eine Runde muss sein. Ja. Also, was kann ich sagen? Natürlich kriege ich hier Hirnfieber oder wie ich es nennen soll. Aber er macht es gut und ich höre hier auch nicht viel zu klappern und Sonstiges. Also, ich bin halt auch manchmal gemein, aber der Vega hat es gut gemacht. Ein E-Scooter
für die letzte Meile. Eindeutig, weil das ist wirklich sensationell. Natürlich habt ihr hier nicht wie beim Touren-E-Scooter ein riesen Trittbrett, wie auch, wo der große Akku rein muss. Das ist hier ein bisschen kleiner, aber Sweetbooster-mäßig die Verarbeitung ohne Fehl und Tadel. Bremsen wirklich sehr gut. Hinten eine Scheibenbremse, keine hydraulische, eine mechanische. Vorne die Reku-Bremse. Das Cockpit übersichtlich, gefällt mir ausgesprochen gut. Also, und vor allen Dingen, was für mich immer wichtig ist, das Ding macht Spaß. Dann der Klappmechanismus. Schön gesichert, dass euch das Ding, wenn ihr die Treppen runtergeht oder so, nicht hinknallen kann. Und grundsätzlich, ja, wirklich für jemanden, der in der City mal ein paar Wege zu machen hat, das Ding im Auto oder mit S-Bahn, Bahn und so weiter, ist der Streetbooster Vega wirklich ideal. Und dieses Grün, alter Schwede. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit. Denkt dran, unser Lohn ist ein Abo von euch, dann seid ihr auch immer top informiert oder einen Daumen hoch. Herzlichen Dank, bis bald, Tech for Fun.